Ja, das macht sogar dann noch mehr Schaden, glaube ich zumindest. Wäre zumindest sehr gut. Aber dann brauche ich von beiden wirklich sehr gut Energie. Zumindest ist sie jetzt an einem Punkt angelangt, wo sie vorher noch nicht war. Nein, shit. Voll verdrückt. So. Ja. Kampfmultiplikator ist oben, aber ist down, dadurch, dass ich den Flächeneffekt nicht ausweichen konnte. Sehr schön. So muss es nicht laufen. So. Ja, 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 ja. Du mich auch. Au. Jetzt komm, stirb endlich. Ich wollte ihn essen, ich durfte wieder nicht. So. Und feste drauf. Ist für mich jetzt so ein bisschen kompliziert, so immer zwischen den einzelnen Sachen hin und her zu switchen. Aber es geht eigentlich. Ach du Kacke. Ernsthaft? Ach du Kacke. Ihr habt sie nicht alle. Ihr habt sie wirklich nicht alle. Wow. Ey. So eine verdammte Hexe. Hat sie einen Teil ihrer alten Form. Was, die macht dich in der Nebel zu verwende. Okay. I've waited long enough. Okay. Was die Nebel macht, um. Ah, okay. Faszinierend. Einmal kurz Maria essen hier. Okay. Ist ja coole Fähigkeit an sich. Und jetzt muss ich sie auch nicht mehr unbedingt einfrieren. Und das heißt, ich habe jetzt eine nahezu unendliche Energiequelle an Leben oder wie oder was. Das macht die ganze Sache ja relativ einfach. Wenn ich das nicht falsch sehe. Erstmal hier voll aufs Maul für die olle Camilla. Hey. Au. Wie ist das denn jetzt? Wenn ich jetzt hier reingehe und mich dann nochmal an ihr ernähre, das geht einwandfrei. Ist ja dann ab diesem Punkt ein billiger Bosskampf. Mal ganz ehrlich. Wenn ich sie jetzt tatsächlich unendlich oft anbeißen kann. Oder sehe ich das verkehrt? Okay, und der Nebel hier, kann ich den jetzt beliebig lange anhalten? Na fast. Schon ziemlich lange. Hey. Hey. Ist nur, weil die mich liebt, ja? Und eifersüchtig ist. Au, nein, nein. Okay, soviel zum Thema, ist ein billiger Bosskampf. So. Nee, ist gerade schlecht. Da ist er wieder halb in Ohnmacht gefallen. Alles für einen Schlag. Super. So muss es sein. Du hast es doch selbst zusammengebaut. Dreams.
aufgespießt. Und Marie ist weg. Weil alles doch nicht wirklich real ist. Alles nur Hirngespinste in seinem Wahnsinn oder das, was das Blut ihm vorgaukelt. Schon irgendwie traurig. Aber nun gut. Suchen wir unseren Weg irgendwo hin, wo wir hin müssen. Ich weiß es ja selbst nicht. Wir haben hier noch so eine Tür, da könnten wir mal durch. Was haben wir hier? Nix. Da konnte ich eben B drücken bei irgendwas, aber ich wusste nicht bei was. Da ist er ja schon wieder. Wie ist sie so schnell hingekommen? Und was hat es mit dem weißen Wolf auf sich? Ist auf jeden Fall sehr knuffig. Und wo bin ich jetzt? Kann ich auf jeden Fall einfach durch. Und hier kann ich einfach hoch. Das habe ich jetzt irgendwie schon fast vermutet. Coole Fähigkeiten, muss ich ehrlich sagen. Gefallen mir. Weil somit sind Barrieren nicht mehr wirklich vorhanden. Wir stehen dann 300.000 neue Wege offen. So, gehen wir mal hier hoch und freuen uns im Keks, dass wir keine Ahnung haben, wo wir hin müssen. Da hoch. Und nochmal springen. Und hier durch. Okay. Ach, so eine schon wieder. Oh oh. Eine Landmine. Und über die können wir jetzt bestimmt auch einfach mit dem Nebel rüber, ja? Kann ich mir vorstellen. Oder vielleicht können wir die auch einfach kaputt hauen? Ist sie ein dauerhafter Effekt oder aktiviert die sich gleich wieder? Auf jeden Fall. Ah, okay, sie aktiviert sich wieder. Wir sind in die falsche Richtung gegangen. Aber das ist nicht schlimm. Gehen wir halt einfach wieder dran vorbei. Irgendwo hier sind wieder die Fledermäuse aktiv. Weil ich wieder irgendwo hochklettern könnte. Aber nun gut, da hinten. Über dem Auto könnte ich dann hochklettern. Noch Leute. Muss das sein? Ihr habt doch alle keine Ahnung, wie man das hier richtig macht, oder? Uäh. Okay. Au. Leute, das geht so nicht. Nee, nee, muss nicht sein. Einfach mal irgendwo irgendwas draufhauen. Wird schon. Ich müsste eigentlich jetzt hier mal mit denen hier ein bisschen rumspielen. Euer Schild muss noch mal irgendwie kaputt gehen, oder nicht? Oder so. Genau, schieb ihn in die Mine. Aber es bringt dem natürlich nichts, war ja klar. So, wie viel halten die denn noch aus? Meine Güte. Ist ja schon echt nicht mehr fröhlich. Da essen wir ihn halt mal auf. Einfach für das bisschen Leben, das es dann gibt. Oh. Die kleinen Fuzzis dann dazwischen, ne? Muss nicht sein, Leute. Muss einfach nicht sein.
Au! Ja, kann ich auch nicht hinter ihn springen wegen den Mistviechern. Aber gut, sie sind tot. Sie sind tot, Jim. So, dann einmal hier zack und zack. War jetzt viel zu viel, aber ist okay. Hauptsache ist, wir können weiter. Gut, gut, gut. Hier einfach runter, oder? Nein, nein, was machst du denn? So jetzt runter. Genau, Gabriel, das war runter. Ich heiße nicht Gabriel. Mein Name ist Drache Dracul, bla. Tod und Verderben. Nebel, soll ich jetzt hier durch, oder wie, oder was? Na gut. Dann haben wir mal hier irgendwas, einen Aufzug. Sind wir jetzt nicht hier wieder zu Hause? Das sieht so aus wie quasi fast zu Hause und sowas. Ich kann mich da auch irren, aber... Also zu Hause bei Sobek meine ich. Nee, nicht ganz. Okay. Das sieht fast so aus. Zwei Applikatoren. Wo ich wahrscheinlich nur einen erreichen werde und den anderen irgendwann mal. Na, mal gucken. Erstmal hingehen. Und uns die Lage etwas genauer anschauen. War ja klar, dass hier wieder irgendwelche Möchtegern-Fuzzis hier rumhängen müssen. Irgendwelche Penner vom Bahnhof. So muss es sein und nicht anders. Au, au. Lass doch mal, ist nicht gut. Nicht gut für die Gesundheit, weißt du? Na, jetzt schießen die hier mit Granatenwerfern oder wie oder was? So in der Mist. So. Nicht gut, nicht gut. Lass das mal. Der nächste Depp, der nerven möchte. Gibt's ja nicht. Wo kommen wir denn da hin? So, jetzt aber hier kommen wir doch bestimmt drauf. Genau. Können wir mal gucken, was wir hier drin haben. Ein Lichtenergiestein. Oder beziehungsweise ist ja Leere, nicht Licht. So, und jetzt? Ich würde gerne noch auf die Etage über uns kommen. Da muss ich ja mal gucken, wie komme ich denn da hoch am besten. Wohl. Kann ich da vielleicht irgendwie rüberspringen oder sowas? Oder im Nebel kann ich mich auch nicht wirklich gut bewegen. Da hinten ist auch irgendwas Leuchtendes, was ich aufsammeln könnte. Was haben wir denn da hinten? Ach, wieder so ein Denkmal-Dings. Und noch mehr Fuzzis. More Fuzzis, yay! Au. Scheiß Schrotflinten hier. Genau, schieß einfach mal deinen Kollegen ab, das geht schon. Damit komme ich klar. So, und auf den anderen Deppen, der hier irgendwo hinter der Wand steht. Oder Säule. Man sollte Wand schon von Säule unterscheiden können. So, gib her. Denk mal, yeah. So, was haben wir hier drin? Komm ich da irgendwie rein? Ja, ich komme da rein. Ein Aufzug. Der bringt uns jetzt bestimmt nach oben. Mit Strom. Wo kriegen wir denn jetzt Strom her? Hier kriegen wir Strom her. Lass mich ran, es kommen jetzt neue Monster. Oder zumindest hier Monster, die wir schon kennen, aber halt in nochmal, um hier noch mehr zu kämpfen und so. Was haben wir hier noch drin? Nochmal so ein Ding, ist ja schön. Mal gut, dass ich hier nochmal nachgeguckt habe.
So, und das heißt, unsere Chaosenergie steigt enorm. In Anführungszeichen.